So, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch heute am Montag, den 3. Februar. Börsen in Shanghai haben nach längerer Pause wieder auf. Das lag an den chinesischen Neujahrsfest und Feiertagen. Das war jetzt erstmal ganz normal. Und natürlich musste jetzt die Börse die Nachrichten, die ja schon in amerikanischen Börsen, DAX und so weiter mit dem Coronavirus verarbeitet werden konnten, nachverarbeiten. Also derzeit heute Morgen irgendwo so im Bereich von minus 8%, also ein kräftiger Rutscher nach unten. Und das, obwohl entsprechend die Notenbanken mit dem Standardprozedere reagieren, nämlich Märkte mit Geldfluten und Zinssenkungen. Also das ist ja bekannt, dass das passiert, wird in so einer Situation aber ja höchstens eine Beruhigungspille oder Placebo-Wirkung haben, weil natürlich das alles Entscheidende, und das ist nicht jetzt der Coronavirus, sondern ist die Stimmung der Marktteilnehmer, da gehen wir ja auch immer drauf ein. Und natürlich ist es geneigt, so ein Virus, der sich spreadet, die Stimmung bei den Marktteilnehmern zu verderben, schlechter zu machen. Das heißt hier generell, dass immer mehr Leute Angst bekommen, weil Angst ist tatsächlich ansteckend, muss man so sagen. Und je mehr Leute Panik schieben, umso weiter greift das Ganze um sich. Und so kam es dann eben auch, dass jetzt hier die Börsen in den letzten Tagen deutlich nach unten gegangen sind. Es gibt, wenn man die Sache rational und neutral betrachtet, sicherlich, ja, wenn man so Spielchen macht, wovon ich jetzt nicht so viel halte, vergleicht, wie tödlich ist das Ganze mit Grippen und so, dass jedes Jahr mehr gestorben. Wenn man die Ansteckungsrate sich anschaut, dann ist die sicherlich sehr hoch. Das sind aber alles nicht die wesentlichen Effekte, auf die es ankommt, sondern auf das, was es ankommt, ist letztendlich, ja, wenn denn dann entsprechend Flugverkehr zum Beispiel eingestellt wird nach China, wenn entsprechend Reisen unterbrochen werden, wenn entsprechend vielleicht Produktionen stillgelegt werden, um den Ansteckungskreislauf zu unterbrechen, dann haben wir echte Effekte, die die Wirtschaft betreffen. Und die machen es dann natürlich eben entsprechend aus, die dann eben dazu führen können. China war immer mit wichtiger Wachstumsmotor, der die Weltwirtschaft gezogen haben. Und wenn es da nicht läuft, dann wird es woanders auch schwierig. Wir kommen aus einer Zeit raus an den Börsen, wo wir sehr, sehr verwöhnt waren in den USA, in Europa, durch das ganze billige Geld. Und ja, dann gibt es jetzt hier eine Sache, mit der man vielleicht nicht mit so ganz einfachen Rezepten begegnen kann, wie das in der Vergangenheit war, insbesondere ja einfach wieder Zinssenkung. EZB ist da sowieso schon am Ende. Die Fed hat noch ein bisschen Platz. Aber Fakt ist, es sorgt erstmal für Unruhe. Wenn, und das müssen wir auch mal direkt dazu sagen, wenn die Sache einen normalen Verlauf nimmt, das heißt, ja, die Ansteckungsraten werden natürlich weiter hoch bleiben, aber es kommen dann so kleine Korrekturwellen. Aber die Panik legt sich wieder, weil man merkt, ah, das Ganze ist doch nicht jetzt so brutal, wie man sich das vorstellt, ist kein Ebola-Virus oder dergleichen. Dann bieten diese Gelegenheiten eine richtig gute Kaufchance an den Börsen. Und wir wollen uns jetzt mal anschauen, wo stehen denn überhaupt die Börsen? Also, wir beginnen mit dem S&P und wir haben rechtzeitig mal wieder Warnsignale bekommen von unseren Indikatoren. Ihr erinnert euch, wir hatten schon relativ früh das doppelte Wick-Signal. Das hat sich dann allerdings wiederholt. Also wir hatten im Dezember eins, das war ein Fehlsignal. Das hat sich dann aber hier im Januar wiederholt und hat eben einen Verkauf generiert. Und ja, was dann nachgekommen sind, waren die doppelten ATR-Tage. Wenn wir doppelte ATR-Tag anschauen, dann hatten wir hier einen, der war aber nicht mustergültig, weil eben wir nicht 50% Outside waren. Der nächste war dann aber mustergültig und dann gab es wirklich eine tolle Chance, hier in dem Rebound entsprechend Positionen auch aufzubauen. Jetzt ist es so, dass der Markt das erste Korrekturziel erreicht hat. Also das ist hier Korrekturziel Nummer 1. Korrekturziel Nummer 2 liegt übrigens hier auf diesem Top und Korrekturziel Nummer 3 wäre hier. Meines Erachtens ist, solange wir keine gegenteilige Information vom Markt haben, werden wir jetzt uns weiter an diesen Kurszielen orientieren. Das heißt, die werden nach unten abgearbeitet. Dass wir heute Morgen, also dass wir Freitag das Ziel erreicht haben und erstmal Bounce back machen, ist vollkommen normale Sache. Ja, solange wir jetzt keine Aufwärtssequenz sehen, solange wir keinen doppelten ATR-Tag nach oben sehen, der allen Regeln entspricht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir hier weiter Platz haben, die anderen Kursziele abzuarbeiten. Wir haben jetzt hier, das ist jetzt der Stundenchart, sehen wir eben auch, selbst wenn wir keine
ATR verwenden, haben wir hier sequenzmäßig jetzt hier den Markt nach unten. Ein Rücklauf heute Morgen in diesen Bereich hinein entspricht genau unserer Sequenztheorie und wäre das nächste gute Verkaufslevel mit Ziel hier unten eben, dass wir auf Kursziel Nummer 2 laufen. Denn Kursziel Nummer 1 war ja hier erreicht, Rücklauf Kursziel Nummer 2. Das ist auch so ein bisschen die Spekulation, die wir jetzt für diese Woche eingehen wollen. Das heißt, wir haben heute in der Nachtsitzung den S&P schon bei 3,250 gehabt. Das heißt, ich könnte hier diesen Fall sogar ein bisschen höher machen bis dahin. So, das war schon mal ein schönes Level und wir sehen das hier auch im Chart an diesen Tiefs. Ja, das kommt auch hier mit diesen Hochs rein. Das heißt, das ist einfach ein schönes Level. Jetzt sind wir heute Morgen wieder ein paar Punkte tiefer und ja, ich werde einfach probieren, nochmal im Rücklauf heute hier Positionen aufzubauen auf der Short-Seite, weil wir jetzt erstmal mit der wahrscheinlichsten Bewegung, wir können ja in der Börse immer nur von Wahrscheinlichkeit reden, mit der wahrscheinlichsten Bewegung weiterhin uns abwärts orientieren. So, gehen wir auf den DAX hinüber. Und beim DAX hat es lange Zeit gedauert, bis hier wirklich er auch echt short war, aber auch hier muss man natürlich mal seinen gesunden Menschenverstand spielen lassen. Wenn die US-Märkte alle an der Reihe short sind und der DAX seine Sequenz unterbrochen hat, also hier, das war ja schon an dieser Stelle, dann würde ich nicht unbedingt noch einen Long auf dem DAX geben, sondern zumindest den mal auf neutral stellen und als Trading-Markt, und Trading-Markt heißt dann eben hier auch an den Widerständen hier, also in dem Bereich, gab es Short-Gelegenheiten. Jetzt haben wir den Markt hier nach unten gebrochen. Nächste Short-Gelegenheit wäre hier oben in dem Bereich, beziehungsweise wenn wir jetzt gleich eine echt mehr Akzeleration zulassen, dann sogar hier schon in dem Bereich, wo wir uns aktuell befinden. Fakt ist aber, Sequenz ist jetzt Short, Vorteil ist damit Short. Und wenn wir jetzt natürlich schauen, auf dem, wenn wir uns mal kurz den Daily-Chart anschauen, das ist jetzt vielleicht im DAX mal hier ganz wichtig, dann sehen wir, und das ist, dass wir mit dieser Korrektur, die wir hier gemacht haben, auch nur erstmal erstes Korrekturziel erreicht haben. Also ihr erinnert euch an die Range, in die wir seit September, also nein, seit Oktober, haben wir die, Ende Oktober, haben wir die hier gesehen. Und dem Markt ist nie gelungen, diese Range zu verlassen. Jetzt sind wir zurückgefallen. Ich hatte das da oben als eine kleine Bullenfalle bezeichnet. Ja, und jetzt ist es eben so, dass wir letztendlich hier, wenn wir uns sequenzmäßig das anschauen, auf dem Daily Chart tatsächlich immer noch neutral sind. Ja, das heißt, der ist, bietet hier unten sogar auf Daily Kauflevel. Ich bin dann aber meistens ein Fan davon, dass der Markt, wenn nach oben aus der Range kurz ausgebrochen ist, auch nach unten ausbricht und dass man sozusagen dem Markt die Chance gibt, die Stops, die sich hier drunter befinden, zu holen. Und dann kommen wir so auf Kursziele zwischen 12.800 bis 12.600, das ist dieser Bereich hier, in dem wir dann mal über Kaufen nachdenken können. Aber hier im Moment bin ich auch noch eher auf der Verkäuferseite. So. So, und wir werden dann jetzt uns den Bund anschauen, FGWL. Der ist auch mit einer krassen ABC-Bewegung, also die wir hier ja auch lange Zeit so getradet haben und erwartet haben, ABC, hier in unsere Zielzonen gelaufen. Und ähnlich wie beim DAX ist jetzt hier, muss man sagen, der Trend ist aufwärts auf 60 Minuten, aber auf Daily hat sich hier noch nichts geändert. Auf Daily gilt immer noch dieser Abwärtstrend. Und wenn dann die Stundenchart auf die größere Ebene kommt, was hier jetzt eben der Fall ist, dann muss man allmählich mal drüber nachdenken, auch sich wieder in Richtung des größeren Trendes zu positionieren. Das ist so eine Sache, die wir hier durchaus überlegen. Wir sehen hier, wenn ich hier das mal einzeichne, das wäre so eine typische Korrektur. Die 175,58, die würde ich sozusagen noch als Ziel anvisieren, ja, als Ziel für dieses ABC, also solange der Trend aufwärts ist. Und dann würden wir aber uns wieder mit dem Daytrend in Einklang bringen. Das heißt, kurzfristig sehen wir hier noch Potenzial nach oben. Mittelfristig würden wir hier sagen, Kursziel 175,58 und von diesem Kursziel aus große Chance, dass der Markt wieder nach unten geht. Ja, und letzter Markt ist der Euro und ja, da ist tatsächlich nicht wirklich so viel los wie in den anderen Märkten. Gab es mal eine stärkere Bewegung gegen den Trend. Ihr seht schon, wenn ihr euch den Chart hier die letzten 5 Monate anschaut, ja, dann ist es eher seitwärts als trendig auf Daily-Basis. Natürlich haben wir auf Stundenchart immer wieder diese
Trends, die wir hier hatten, auch die wir auch hier hatten und so. Das war alles entsprechend tretbar. Aber das habe ich ja auch in jedem Marktkommentar immer wieder erwähnt, das ist nicht unbedingt der Top-Markt, in dem man jetzt handeln soll, wenn die anderen Märkte einen so mit Bewegung beglücken. Ja, also das heißt, eben von der Idee her sind wir jetzt eher mal so, dass wir hier uns auf S&P und DAX konzentrieren, vielleicht nach dem Bund, aber der Euro liegt einfach an der Seite. Wenn man was im Euro machen möchte, dann, weil der Trend immer noch short ist, hier an dieser schwarzen Linie sozusagen, ist der Short-Bereich, wenn wir uns auf 60 Minuten das Ganze anschauen, ja, dann sehen wir allerdings auch, dass mit Erreichen des Kursziels, wenn wir ein bisschen höher gehen würden, wir die Sequenz auch wieder drehen. Ja, ganz ehrlich, wenn ihr mich fragt, für mich ist der Markt kein guter Trading-Markt und ich möchte mich weniger daran engagieren. Wir haben genug andere Möglichkeiten, deshalb Konzentration DAX S&P. Also, ich fasse nochmal gerade zusammen, Szenario im S&P, kleiner Rücklauf wahrscheinlich heute Morgen erstmal, nämlich man hat jetzt ja erstmal geschaut, wie haben die chinesischen Börsen die Nachricht verdaut. Das ist jetzt allerdings passiert, so jetzt braucht es sozusagen neuer Inputs, das heißt, diesen Rücklauf kann man allerdings nutzen, um zu verkaufen, weil es letztendlich nicht die News sind, sondern die Interpretation der News und wir sehen jetzt gerade, dass die Stimmung so ein bisschen gekippt ist auf die Negativseite und dass jetzt News eher pessimistisch interpretiert werden als optimistisch und von daher bieten Rückläufe gute Einstiegschancen. Das gleiche gilt für den DAX ja, und beim Bund ist der Trend noch aufwärts, aber da sollten wir eben auch schauen, ja, wenn er in der Zielzone 175,50 da angekommen ist, wir waren heute Nacht in der 175,30 oder so, da sollten wir über Short vielleicht sogar mal nachdenken. Ja, wünsche euch gute Trades, bis morgen, bye bye, euer Birger.